liebe BMW-Freunde, heute geht's weiter. Wir sind mal wieder bei Walter von der Firma GP Power mit Timos BMW. Moin. Ihr erinnert euch dran, letztes Mal war das leider nicht ganz so erfolgreich hier, weil nach kürzester Zeit zum x-ten Mal der Turbolader kaputt gegangen ist. Ja. Somit war Timos Laune am Ende im Keller. Richtig. Die hat sich aber schnell wieder gebessert, weil der Ronald von der Firma Ladedruck.de hat dir einen neuen Turbolader gesponsert. Genau, hiermit nochmal vielen Dank an Ronald, dass er mir den Lader gesponsert hat. Das ist jetzt ein GTW 3884R. Mhm. Das heißt ein Garrett-Lader? Genau, ein Garrett-Lader. Und der kann von Haus aus auch ein bisschen mehr Dampf. Sind mal gespannt, was der so kann. Kugel- oder gleitgelagert? Das ist gleitgelagert. Was für ein Lader hattest du vorher noch mal drauf? Es war ein BorgWarner S200 SXE, war auch ein gleitgelagerter, aber der ist jetzt ein bisschen größer. Das heißt, der müsste eigentlich so 200 PS ungefähr mehr können wahrscheinlich, ne? Ja, ist angegeben mit 900 PS, aber da wollen wir nicht hin. Echt nicht? Nee, also eine 6 vorne bin ich vollkommen zufrieden. Weiter! normalerweise läuft das leider ja auf dem Prüfstand immer so ab, dass man nie genug kriegt, ne? Und ja, aber mit Heckantrieb auf der Straße, eine 6 vorne ist gut. Sprit, ne? Du fährst ja ganz normalen Sprit, genau, auch, ne? Das 102. Ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Das wäre schön. Ja, auf jeden Fall cool, dass das so geklappt hat. Dass tatsächlich da einer gesagt hat, er hat ein bisschen Mitleid bei der Dramatik, weil du hast ja etliche Lader geschrottet in kürzester Zeit. Genau. Ja. Wir wissen immer noch nicht, woran es lag. Fakt ist, er war kaputt. Diesmal hast du Zulauffilter weggelassen. Richtig, genau. Zulauffilter ist raus. Sonst halt alle Zulaufleitungen, Rücklaufleitungen, alles neu gemacht. Mhm. Natürlich Öl neu, ist ja klar. Und ja. Da haben wir nämlich ein bisschen Erfahrung gemacht mit unserem Grip Golf. Da hatte ich nämlich den Öldrucksensor hinter den Zulauffilter gesetzt. Und da ist uns schon aufgefallen, wie der Öldruck hinter dem Zulauffilter schon mal ganz gut schwanken kann, wenn der Filter sich doch so ein ganz bisschen zusetzt. Ne? Ja, es war ein grobes Netz drin, aber sicher ist sicher, macht man lieber raus. Genau, in der Serie hat auch jeder Turbolader keinen Filter davor, daher... Richtig, genau. Peng. So, okay. Du sagtest, du willst noch ein Rohrbördel? Genau, das Rohr, das kommt noch raus, weil ich das abändern musste. Da macht der Walter mir schöne Bördel drauf, damit der Silikonschlauch da nicht abfluppt, weil weiß ich noch nicht, wie viel Bar. Mhm. Und ja, dann sind wir auf Nummer sicher. Genau. Perfekt. Also ich würde sagen, Rohr raus, Bördeln, und dann geht's auf Prüfstand. Yes. Kaum angekommen, gibt es hier gleich bei Walter das erste Tuning. Hallo jo. Walter. Hi, servus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne wieder. Wir, beziehungsweise du, musst da jetzt so eine, ich sag jetzt mal, so eine Wulst drauf machen. Genau, wir haben uns da quasi ein Bördelgerät selber gebaut und können da jetzt einen Wulst drauf bördeln, dass die Schläuche besser halten und halt bei höheren Ladedrücken nicht gleich abfliegen. Das heißt, die Schelle klemmt sich da so hinter? Genau, das Ganze kann nicht kommt der Wulst und dann kommt quasi die Schelle hinter den Wulst und dann kann der Schlauch quasi da nicht runtergezogen werden. Perfekt. Genau. Ja, lieber jetzt eine Wulst drauf, als dass er gleich beim ersten Mal Gas geben runterfluppt. Richtig, genau. Einmal richtig machen, dann hält's. Nicht, dass der neue Lader gleich wieder fritten ist. Jo, dann legen wir los. Also optimal wäre es natürlich gewesen, wenn man das Ganze vorm Lackieren gemacht hätte. Aber Timo hat die Rohre schon lackiert. Das ist ja, halt, jetzt wird halt der Lack ein bisschen in Leidenschaft gezogen dadurch. Aber... Ist nicht schlimm, ich lackiere es eh nochmal neu. Eben. Und wenn man sowas macht, ist halt immer optimal, wenn die Rohre wirklich hinten hundertprozentig gerade abgeschnitten sind. Weil so eiert halt das Rohr jetzt ein bisschen rum. Aber... Es geht so auch. Okay, dann stellst du jetzt immer weiter zu, dass du immer weiter reindrückst. Genau, ich drücke da quasi immer weiter rein und somit kommt halt der Wulst zustande. Viele machen das auch, wenn sie so ein Gerät nicht haben, die schweißen dann was auf und so. Aber da wir halt relativ viele Ladeluftverrohrungen bauen, ist halt mit Aufschweißen, für mich finde ich das immer nicht so schön. Ja. Und zweitens geht es halt so trotzdem schneller. Mhm. Ab welchen Drücken braucht man so eine Wulster oder kann man sagen generell immer? Generell Schaden tut es wahrscheinlich nie. Ich sage mal so, ab einem Bar Ladedruck würde ich es auf jeden Fall immer empfehlen. Mhm.
Weil irgendwann hilft selbst die beste Schelle nichts mehr, ne? Genau, richtig. Nirgendwo gegenspannen kann. Naja, und das sieht man jetzt quasi. Wir haben jetzt ja quasi mit dem, wie so eine kleine Walze, haben wir da ins Alu reingedrückt und haben halt hier jetzt da den Wulst da droben. Mhm. Jetzt tun wir das Ganze dann noch ein bisschen fallen in Graten und dann ist fertig. Sehr schön. Dann muss Timo neu lackieren. Ja, das kommt dann zu Hause. Erstmal muss alles funktionieren. Wir haben uns übrigens wieder den wärmsten Tag im Jahr ausgesucht, gefühlt. Mit schattigen 33 Grad hier. Ne? Gefühlt 80. Es ist ultra warm. Gut. Ja, auf geht's. So, Walter, was sagst du zum neuen Turbo von Ronald? Ja, wie gesagt, also ich bin eigentlich in der Regel ein Garrett-Fan. Mhm. Ich bin immer sehr gut gefahren mit Garrett Lauder. Habe eigentlich noch nie selber irgendwelche Probleme gehabt. Und denke schon, dass das jetzt halt vernünftig ablaufen wird. Wie schätzt du den neuen Turbo zum alten Turbo ein? So vom Verhältnis, Ansprechen, Leistung und so weiter? Ja, ansprechen wird er ein bisschen später, denke ich, weil das Abgasradar ein bisschen größer ist. Leistungstechnisch kann er viel mehr. Der alte Lader, glaube ich, war angegeben mit 650 und der ist angegeben mit 900 PS. Die schaffen zwar die 900 PS nie, aber sag mal, die 800 schaffen es eigentlich mal ganz locker. Wo waren wir letztes Mal mit der Abstimmung stehen geblieben? Wo geht es jetzt weiter? Na, das letzte Mal sind wir ja stehen geblieben bei den 1,5 Bar. Mhm. Wir haben ja Dosendruck 1,3 Bar gehabt und haben dann mit Taktung ja noch die 1,5 Bar erreicht. Und ja, ich fange halt jetzt nochmal mit Dosendruck an, weil der Lader ja andere Charakteristik hat wie der andere Lader. Das kann sein, dass er ein bisschen später kommt und hier ein bisschen anders da kommt. Wenn er ein bisschen später kommt, musst du dann davor den Sprit auch anpassen? Ja, ich würde davor. Oder regelt die sich ja selber? Nee, ich will auf jeden Fall davor einen Sprit ein bisschen anpassen. Also immer anpassen, klar. Ja. Okay. So, also jetzt Druck drauf und dann gucken, was er macht. Ja, wie gesagt, also jetzt die ersten Messungen ganz normal wieder auf Dosendruck erstmal. Dass halt da die Lambda-Kurve sauber steht. Und dann gehen wir mit dem Druck hoch. Dann takten wir so lange hoch, bis der Timo sagt. Was denkst du, was kann die Technik so? Ja, normalerweise soll die Technik auf jeden Fall 600 plus können. Mhm. Ist ja eigentlich dafür gebaut. Was wäre da, wenn dann jetzt als erstes Restriktor, wo es am ersten... Ja, ich denke, dass der Krümmer nicht so das Optimale ist. So vom Motor her habe ich eigentlich gar keine Bauchweh. Okay. Also die Motoren, die fahren wir eigentlich mit 800 PS auch. 600 PS heißt wie viel Bar, Laddruck? Also ich denke, normalerweise mit dem Lader sollte man unter 2 Bar bleiben. Mhm. Das ist ja schon fast Dosendruck da. Dann ist ja von 1,5 bis 2. Ja, also ich denke mal, so 1,8 Bar sollten 600 PS anstehen. Ja, cool. Tippe ich jetzt mal. Ja, ich will euch nicht weiter vom Arbeiten abbringen. Durcheinander. Zwischendrin habt ihr gesehen, wie Timo die Kerzen tauschen musste. Das Auto hatte nämlich auf einmal Aussetzer. Waren wahrscheinlich einfach zu alt. Ja. Im Nachgang sagte Timo dann, dass sie auch schon ein bisschen länger drin sind. Und wenn man sich die guten Dinge anguckt, Ja, das kommt wahrscheinlich noch von dem alten Lader, weil der ein bisschen Öl und so weiter, ne? Hat und dadurch natürlich auch die Kerzen. So, auf jeden Fall, Aussetzer sind weg. Dosendruck funktioniert. Wir sind aktuell bei 501 PS. Kannst du, Walter, da vielleicht mal die Kurve reinlegen mit dem alten Lader? Sollen wir mal so einen Vergleich sehen? Ah, okay. Also man sieht schon, wie der alte Lader schon früher kam. Und wir tippen so 500 und Dreh, ne? In dem Dreh. Aber ist auf Dosendruck ähnliche Leistung, ne?
Wie viel Bar waren das jetzt? 1,3, 1,4. 1,3, 1,4. Okay. Ja, cool. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist Takten anfangen. Jetzt muss man Druck. Jetzt Druck drauf. So, aber das Wichtige ist schon mal Aussetzer weg. Ja. Timos Kreislauf hat sich wieder beruhigt. Vielleicht waren ja ein paar witzige Szenen dabei. Nee, ist nicht ganz so einfach, an die Kerzen hier ranzukommen, weil die sind auslassseitig zum Krümmer hin und mit dem heißen Turbolader und so war das schon gut Fingerbrechen gerade. Ja, Katastrophe, die Kerzen raus sind und bei der Hitze. Ja, aber so, hilft nichts. Ich würde sagen, weitermachen. Eine kleine Erklärung zwischendrin. Ihr werdet euch bestimmt gefragt haben, warum Walter die ganze Zeit Kopfhörer auf hat. Das ist einfach sein Tool, womit er den Motor abhört. Das heißt, wenn der Motor anfängt zu klopfen, hört er das auf seinen Kopfhörer. Wir sind jetzt durch für heute. 623 PS. Amtliches Ergebnis, würde ich sagen. Was definitiv beeindruckend ist, was man wirklich merkt, dass Walter ständig diese Steuergeräte und solche Motoren macht. Das ging wirklich ratzfatz. Also wir haben wirklich ratzfatz Sprit angepasst, Ladung angepasst. Was für ein Ladung fahren wir jetzt? 2 Bar. 2 Bar, immerhin schon. 1,9 2 Bar. Okay, das ist auch schon für den Hubraum ordentlich. Sieht man aber auch 705 Newtonmeter, die da ja mehr oder weniger fast wie angenagelt stehen. Das kann sich schon sehen lassen. Ne? Ja. Was sagt der Besitzer da hinten? Ich freue mich. Sechs sollte vor uns stehen. Immerhin hat ein Grinsen im Gesicht. Das Ziel sollte man, also haben wir erreicht. Und ich bin komplett zufrieden und freue mich. Das Allerwichtigste ist, Lader hat gehalten. Er funktioniert sogar noch. Das ist schon mal die halbe Miete. Ihr beiden wollt jetzt noch einmal kurze Runde auf der Straße drehen. Genau. Nochmal so ein paar Sachen abfahren, final. Nochmal ein paar Sachen gegenchecken, die man vielleicht so auf dem Prüfstand nicht simulieren konnte. Genau. Und dann geht's nach Hannover, weil da wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Fahraufnahmen machen und noch mal eine Runde ballern. Ready. Action. So, nicht wundern, Philipp ist leider jetzt nicht dabei. Der hatte leider keine Zeit, aber das bekommen wir auch ohne ihn hin. Schauen wir mal, wie das so fährt. Wir sind nach dem Abstimmen schon eine Runde gefahren. War extrem geil. Hat viel Spaß gemacht. Bin komplett zufrieden damit. Später als der vorherige kleine Lader, aber dafür kommt er dann richtig und ein bisschen Begrenzer übelst Dampf. Wird schlimm, ja. Er wird es gar nicht schlimm. Ist immer so. Und es ist auch wieder so, man sieht es im Auto von außen nicht an. Ja.
genau das wollte ich halt auch, weil Originaloptik von dem Auto total schön. Von der Front her muss ich sogar ganz ehrlich sagen, ich bin zwar auf dem BMW-Gebiet überhaupt, das ist nicht mein Ding so, aber die Front von dem ist, glaube ich, die schönste BMW-Front. Ja, durchaus. Also mein Geschmack ist es halt. Also dieses angeschrägte. Der E30 ist das ja, glaube ich, der die ähnliche hat, wo das dann aber gerade ist, der Grill, ne? Genau, richtig. Das ist halt so ein bisschen gerade und ein bisschen schmaler alles. Dauer extrem schöner. Das sieht halt ein bisschen mehr böse aus. Ja, ein bisschen ähnlich wie beim 6er. E24. Der sieht noch ein bisschen high-mäßiger aus. Aber halt klassische Front. So böse. Man muss halt nicht viel machen, ne? Fahrwerk felgen, sieht das Ding geil aus. Ja. Geschmäcker sind verschieden, aber so ist halt mein Geschmack. Mein Geschmack trifft's. da bin ich ja zufrieden. Freue ich mich. Macht's gut. Ciao.